Ich heiße Alex Babel, ich bin Schlagzeuger. Ich bin Mitglied vom Kammerensemble Musik Berlin seit 2010. Ich komme ursprünglich aus dem Jazzbereich, also ich bin Jazz-Schlagzeuger gewesen. Und irgendwie zu einem Punkt hatte ich so viel Interesse an die Forschung, an neue Sounds, neue musikalische Materialien. Das hat mich irgendwie zu der experimentellen Musik aus Europa geführt und dann quasi logischerweise zur neuen Musik, weil ich so eine Faszination hatte für die Vielfalt von Schlagzeuginstrumenten. Und dafür gibt es ein wahnsinniges Repertoire und Forschungsmöglichkeiten, die man aufführen kann mit so alle diese Instrumenten. Und auch die Zusammenarbeit mit den Leuten, die irgendwie die Musik denken, Komponisten, Interpreten, Soloisten und so, hat mir immer so fasziniert und auch das bringt mich immer in Bewegung. In der neuen Musik gibt es einen Komponist, der in der Improvisation oder Jazz nicht. Das heißt, der Musiker, der Interpret ist der Komponisten selbst. Das heißt, diese eine Stufe, also diese Zusammenarbeit mit Interpret und Komponist gibt es in der Improvisation nicht. Das ist quasi eine Verkürzung. Das heißt, wenn man die Musik auf der Bühne bringt und zu einem Publikum spielt, ist es irgendwie mehr direkt. Und was mich immer interessiert, ist diese Parallele eben zu der Musik, was vorher eigentlich geprobt wurde und entwickelt wurde in einer Probenphase. Und was in der Probenphase entwickelt wurde, ist genau das Gleiche, wie auf der Bühne gebracht wird. Und die Improvisation, es gibt immer Unterschiede. Und was mich interessiert, ist der Moment, wo diese beide Möglichkeiten treffen können. Beispielsweise mit Komponisten, die mit Improvisation arbeiten. Ich wünsche, dass ich immer noch so viel Bock habe, Musik zu machen in 10 Jahren als heute. Das ist, was ich wünsche, am meisten. Ich würde sagen, also die Welt wird uns auch zeigen, wo die Musik hingehen muss. Also die kreative Aspekt der Musik, sei es zeitgenössische Musik, klassisch oder populäre Musik, alles, ist eng mit dem Stand der Welt verbunden. Tiepolo ist eng mit der Arbeit von dem französischen Komponisten Hugues Dufour verbunden. Und Dufour ist der Begründungsmitglied von Spektralismus, einer der wichtigsten ästhetischen und Kompositionsbewegungen des 20. Jahrhunderts. Und er ist jetzt über 70 Jahre alt. Und er hat sich in dieser Tiepolo-Reihe mit der Arbeit von einem Maler aus Italien aus dem 18. Jahrhundert beschäftigt. Und dieser Maler hat irgendwie die Welt beschrieben. Also heute beschäftigt sich ein Komponist, der 70 Jahre alt, um die Arbeit von einem Maler im 18. Jahrhundert, der die Welt gesehen hat. Und wir als Interpreten werden die Musik, die er irgendwie zu diesem Art und Weise, wie man die Welt sieht, komponiert. Und wir spielen das. Und dazu, zu den Musik von Dufour, kommen auch jüngere Komponisten, die ihre eigene Arbeit mitbringen. Und für mich, Tiepolo-Reihe ist irgendwie eine Art die Materialisierung der Globalisierung auf der Bühne.